16 betrifft, so bleibt der Eindruck, dass es den politisch Verantwortlichen im Bezirk Altona zu keinem Zeitpunkt wirklich darum ging, die Häuser zu erhalten bzw. im Bauvorhaben preiswerten Wohnraum durchzusetzen. Wir kommen nicht mehr raus. Hallo! Gewalttäter, Mann! Eure Kinder brauchen unser Dorf! Wir fordern die Polizisten auf, friedlich zu bleiben und sich zurückzuziehen! Wir fordern die Polizei auf, die Sachbeschädigung sein zu lassen.